Herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Ja, in dem heutigen Video, ihr seht schon, die Firma Techin hat mir eine Outdoor-Steckdose zugeschickt. Smart Home-fähig, ab Android 4.1 oder iOS 8. Und ja, soll wasserdicht sein, halt für den Außenbereich. Wie das Ganze aussieht, was sich darin befindet, wie man es einrichtet und mein Fazit dazu, alles nach dem Intro. Also, bleibt dran! Ja, hier haben wir einmal die Verpackung. Ja, das ist die Vorderseite der Verpackung. Hier sehen wir einmal die Firma Techin. Findet ihr bei Amazon oder auch, wenn ihr googelt, Outdoor Smart Outlet SS42. Kontrollbar über die App. WLAN-Verbindung. Man kann einen Timer setzen und mit der Sprache steuern. IP44 Waterproof Rating. Das ist einmal die Vorderseite. Techin stellt viele Smart Home Geräte auf den Markt vor. Ständig neue, jetzt neuerdings eine Ambience-Lampe oder eine Nachttischlampe, finde ich ganz interessant. Ja, nochmal zum Thema, das Modell SS42, IP44, bis 4000 Watt, unter Ladung, also maximale Belastbarkeit 4000 Watt, 16 Ampere bis minus 20 Grad, ist das kälteste und 60 Grad, ist die wärmste Betriebstemperatur. Über die Smart Life App zu steuern, kompatibel mit Android 4 und iOS 8. Schauen wir uns mal nochmal hier so den Rest an auf der Verpackung. Das sehen wir jetzt nicht wirklich viel. Das ist der QR-Code. Darüber können wir die App herunterladen. Und schauen wir einfach mal rein. Eine Betriebsanleitung auf Englisch. Wie ihr das Ganze einrichtet, auf Deutsch, Spanisch und Französisch. Also ich denke mal alle gängigen Sprachen. Ja, ein Gutschein für Teilnahme an irgendwelche Begrüßungsprogramme. Ja, und hier ist schon die Steckdose. Also jetzt nicht mit so viel Plastikfolie versehen. Finde ich ganz gut. Hier steht halt drauf, dass man darauf achten sollte, dass das Ganze trocken bleibt, also nicht in einer Pfütze liegt. Also kann man jetzt nicht ins Wasser eintauchen. Sollte aber auch jeder mitdenken, der das dann installiert. Hier ist halt auch ein Taster vorhanden. Das Ganze kann man natürlich entfernen. Funktioniert auch nur über 2,4 GHz WLAN. Und hier haben wir jetzt die beiden Anschlüsse. Einmal und zweimal. Kann man komplett wegnehmen. Kann man auch zum Teil drauf lassen. Jede Steckdose ist einzeln ansteuerbar. Kann man hier an die Wand aufhängen. Ne, hier ist so eine Öse, könnt ihr an die Wand schrauben und einen ganz normalen Schuko-Stecker. Und ich bin mal gespannt. Ja, der erste Schritt ist natürlich, wir brauchen zur Einrichtung dieser ganzen Klamotte einmal eine App. Das ist, ich werde euch jetzt mal die Aufnahme hier starten. Das ist die sogenannte Smart Life App. Die findet ihr jetzt im Google Play Store. Ganz einfach, indem ihr hier Smart Life eingibt. Und so sieht die App aus. Und die werde ich jetzt erstmal installieren. Parallel dazu werde ich jetzt erstmal die Steckdose anschließen. Das ist total einfach. Ich muss hier erstmal meine Kindersicherung rausnehmen, weil wir haben ab und zu mal Besuch und da sind Kinder da und deswegen habe ich die Steckdosen damit versehen. Wir stecken jetzt einmal das Gerät in die Steckdose und wie wir jetzt hier sehen können, leuchtet hier eine Kontrolllampe. Die leuchtet blau. Was das jetzt bedeutet, kann ich euch noch nicht sagen, aber ich denke, sie startet erstmal gerade, weil da ist auch eine Firmware auf dem Controller und die muss ja erstmal hochfahren. Gleich sollte die App anfangen, beziehungsweise der Controller anfangen zu blinken. Die App, die habe ich jetzt heruntergeladen, ich werde sie jetzt einmal für euch öffnen. Und dann müssen wir jetzt erstmal hier zustimmen und dann erstellen wir uns erstmal ein Benutzerkonto. So, erstellen eines neuen Kontos, tippen wir einmal an. Und dann wählen wir hier natürlich unser Land aus, das war schon voreingewählt. Dann nehmen wir natürlich Germany und dann tippen wir dort unsere E-Mail-Adresse ein. Wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr einen Bestätigungscode, den müsst ihr einmal in der App eingeben. Und das habe ich gemacht und ich werde jetzt erstmal die App starten, ganz normal. Und da werden wir jetzt hier so leicht in die App eingeführt, das überspringe ich erstmal. Jetzt möchte ich mit euch diese Steckdose hier verbinden. Dazu muss ich die jetzt erstmal zum Blinken bringen. Ich werde jetzt einmal ganz lange den Knopf drücken. Und dann sehen wir schon, jetzt blinkt die Steckdose farbig auf, also das ist zwischen Türkis und Blau. Und wir gehen jetzt in der App einfach hier auf Gerät hinzufügen und suchen uns jetzt hier Wi-Fi-Steckdose und tippen die einfach hier an.
total einfach. Jetzt müssen wir natürlich den Standort zulassen, damit das Gerät auch weiß, wo wir sind. Oben in den oberen Feld geben wir unser WLAN ein, wenn es jetzt nicht ausgefüllt ist. Und unten einfach euer WLAN-Passwort. Das ist groß und klein geschrieben und kann auch Sonderzeichen enthalten, je nachdem, was auf euren Router steht oder was ihr selbst festgelegt habt. Übrigens, es funktioniert halt nur 2,4 GHz WLAN. Solltet ihr da ein Problem haben, müsstet ihr in euren Router das zweite 5 GHz Signal abschalten, sodass nur das 2,4 GHz Signal gesendet wird. Und ja, ich gebe jetzt hier einmal mein Passwort ein und dann gehen wir weiter. So, das Passwort habe ich jetzt eingegeben, bin auch weitergegangen und dann sehen wir schon, die Steckdose blinkt immer noch und hier in dem Bildchen heißt es, schalten Sie das Gerät ein, nachdem es 10 Sekunden lang ausgeschaltet wurde. Also ja, wir sollen jetzt hier einfach 10 Sekunden so den Schalter hier drücken. Es soll halt blinken, ne? Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige blinkt. Also damit meinen Sie die LED und das macht es auch gerade. Und wir müssen das einmal bestätigen, dass die Steckdose auch blinkt. Jetzt wird hier in der App gesucht und jeden Moment sollte die Verbindung abgeschlossen sein. Ich bin mal gespannt. Jetzt hat das geschaltet und jetzt passiert hier irgendwas. Was genau passiert, kann ich euch noch nicht sagen. Er verbindet das Gerät gerade mit der Cloud und ja, ist eingerichtet. Jetzt können wir dieser Steckdose, wenn wir jetzt hier auf den Stift drücken, einen Namen geben. Ich nenne sie jetzt einfach mal Outdoor und gehe auf Speichern und oben rechts auf Fertigstellung. Jetzt sehen wir hier die Steckdose, sie wird hinzugefügt und jetzt kommt möglicherweise, wir können jetzt alles ausschalten, alles einschalten, wir können auch einzeln an- und ausschalten. Wir sehen jetzt hier einmal die Bezeichnung Switch 1 und Switch 2. Das heißt, auf Switch 2, da ist ein kleiner Stift, da kann man vielleicht drauf gehen, ich versuche es mal tatsächlich und dann können wir zum Beispiel das auch den Namen Lampe geben, Lampe. Ja, sollte auch vernünftig getippt sein. Gehen auf Speichern und so können wir auch die einzelnen Ausgänge einen Namen geben. Da können wir hier zum Beispiel schreiben, es wäre jetzt vielleicht nicht eine Lampe, sondern ein Brunnen. Und auf Speichern und so haben wir das Ganze jetzt hier benannt. Wir können natürlich auch mehrere der Steckdosen nehmen und in einer Gruppe zusammenfassen. Und wir können alle einzeln ein- und ausschalten und separat. Jetzt haben wir hier neben rechts einen Timer. Das ist ein Countdown und da sagen wir jetzt einfach mal, der soll in einer Minute, was soll er machen? Das weiß ich noch nicht, at time. Okay, und da steht dann hier einschalten. Okay, das heißt in einer Minute sollte der einschalten. In der Zwischenzeit gehen wir nochmal in der App zurück, in die Übersicht und wir können jetzt hier auch andere Szenen einstellen. Eigentlich müssen wir uns mal ein bisschen umschauen. Da unten haben wir das Feld Smart. Und ja, er erklärt uns jetzt hier so ein bisschen. Ist aber relativ uninteressant für mich. Wir können jetzt auf Automation gehen und können zum Beispiel sagen, wenn sich das Wetter ändert, Sonnenaufgang und gehen auf Einrichten. Da können wir jetzt hier unsere Stadt auswählen. Dann gehe ich einmal auf Bestätigen. Werden wir erstmal lokalisiert und können sagen, bei Sonnenaufgang ja, soll was passieren, betreiben Sie das Gerät, genau, und dann können wir hier separat auswählen, was wir möchten, und das ist bei Sonnenaufgang zum Beispiel die Lampe einschalten. Wäre jetzt zwar ein bisschen irrsinnig, aber so als Beispiel wäre das total einfach. Das Gegenteil könnten wir auch erstellen, dass bei so einem Untergang die Lampe wieder ausgeht. Jetzt haben wir gerade gesehen, das hat schon automatisch geschaltet. Das heißt, der Timer funktioniert auch astrein. Und ja, jetzt bin ich hier unten auf das Profil gegangen. Und ja, wir können das betreiben mit Alexa, Google Home oder Smart Things. Aber hier steht auch noch mehr. Das heißt, hier ist auch noch deutlich mehr möglich, womit wir das Ganze betreiben können mit einem Sprachassistenten. Das finde ich schon richtig gut. Das gefällt mir. Und wir haben jetzt hier auch Familienverwaltung und erstellen Sie ein Zuhause. Da können wir zum Beispiel auch ein Zuhause erstellen und das Ganze wahrscheinlich auch noch teilen. Und das muss ich mal ein bisschen mehr erforschen. Das scheint ein neues Feature zu sein. Finde ich ganz interessant. In der App sehen wir halt hier die Außentemperatur, 21 Grad. Das kommt ungefähr hin. Die Luftfeuchtigkeit habe ich auch mit meinem Azaton-Thermometer gemessen. Ja, das entspricht auch dem Wert auf dem Thermometer. Und das finde ich schon ganz interessant. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie ihr das Ganze mit der Smart Life App verbindet. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ihr die Steckdose mit der Amazon Alexa betreibt
und wie einfach es doch eigentlich ist, das Gerät damit zu verbinden. Ich bedanke mich erstmal heute fürs Einschalten. So als Hinweis, ich habe noch ein paar Videos in der Vergangenheit gefilmt über andere Smart-Home-Kameras. Das ist wahrscheinlich ein sehr begehrtes Thema für euch, deswegen habe ich mir auch ein paar neue organisiert. Und irgendwie hat der Algorithmus die ganzen Videos versteckt. Schaut einfach mal in meiner Playlist oder tippt auf Videos in meinen Kanal und dann könnt ihr auch den Rest der letzten Wochen einmal betrachten. Ich verstehe nicht, was da passiert ist. Irgendwie keine Zuschauer. Sehr schade eigentlich, weil da waren zum Beispiel Kameras mit Objektverfolgung, Bluetooth-Lautsprecher habe ich euch unter der Dusche gezeigt. Also, vielleicht gefällt es euch. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und Link dazu in der Videobeschreibung. Und wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, dann kannst du gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann erhältst du auf dein Smartphone eine Benachrichtigung, wenn wieder ein neues Video online ist. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Ich danke fürs Einschalten. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Björn.